Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum Unboxing von der Dashcam, die ich von Aukey zur Verfügung gestellt bekommen habe, um sie mir mal anzugucken, beziehungsweise um sie einzubauen und zu testen. Bloß mit dem Einbau weiß ich noch nicht, weil ich mache das garantiert nicht selber, wenn so ist, wie ich das denke, mit dem Kabel verlegen. Ich schraube da nicht mehr den Himmel halb ab und so. Müssen wir mal gucken. Vielleicht kann ich sie auch weiter unten anbauen und irgendwie von hinten oder ein Kabel dann halt über das Armaturenbrett legen und zum USB oder ins Handschuhfach oder was weiß ich. Das habe ich überhaupt noch gar keinen Plan. So, Aukey Dashboard Cam. Ja, da seht ihr sie nochmal. Die haben sie auch doppelt. Also die haben einmal die, ich werde euch den Link auch in den Videobeschreibung packen. Und dann haben sie noch ein größeres Paket, da ist dann auch einer für hinten mit bei. Also praktisch, dass ihr hinten eine Dashcam habt und vorne eine Dashcam. Ich muss jetzt mal gucken, wie das hier aufgeht. Doch, hier. So, Styropor. Und nochmal Styropor. Achso, da ist sie drin. Ach, die ist ja clean. Ich habe gedacht, die ist größer. So. Und da unten sind Kabel. User Manual. Die K-Card. So, die Dashcam, die ist wirklich klein. Die gucken wir uns im Hardware-Video dann genauer an. Das ist ja jetzt nur ein Unboxing, damit wir mal gucken können. Oh, hier sind aber viele Kabel mit bei. Und was ist das? Aufkleber. Und noch irgendwas anderes. Okay. Oh, sehr doppelt. Oh, da bin ich mal gespannt. Da bin ich mal gespannt. Da bin ich jetzt richtig gespannt. Ja. Also wir haben praktisch von diesen Plasteteilen, ich denke mal, die sind für die Cam zum Reinmachen, zum Festmachen irgendwie. Zwei Stück haben wir drin. Einmal mit einem Aufkleber versehen. Einmal ohne Aufkleber. Aber wir haben zwei Aufkleber, also doppelseitiges Klebeband dazu. Dann noch kleine mit Aufkleber, also mit doppelseitigem Klebeband irgendwie, keine Ahnung. Dann ein Mega-Paket an Kabeln, das wäre ein Zigarettenanzünder mit bei. Also so ein Stromding für einen Zigarettenanzünder ist mit bei. Und dann die Cam direkt, die können wir auch mal auspacken. Und das ist sie. Die ist ja klein und schnucklig. Ja, die gucken wir uns, dann würde ich sagen, gleich mal an. Dann würde ich jetzt hier auch erstmal einen Cut machen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im Hardware-Video gleich wieder. Bis dahin, haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.